das Wohnmobil hat Räder, verdammt, doch wir können hier nicht weiter, hier ist Fledermausland. Moin Leute und willkommen hier in GTA 5. Heute zeige ich euch mal wieder einen kleinen weiteren Glitch, und zwar wie euer Raketenwerfer wirklich ein selbstständiges Leben führt, beziehungsweise wie er einfach selber entscheidet, wo er hinfliegen möchte, was jetzt explodiert und wie auch immer. Es kann sein, dass ihr ein, zwei Mal selber in die Luft fliegt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit Freunden, mit mehreren machen, nur da müsst ihr wirklich aufpassen, weil die Raketen werden einfach kreuz und quer fliegen und mit ziemlicher Sicherheit wird einer sterben. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal einen Raketenwerfer. Was für einer spielt überhaupt keine Rolle, sei es ein Lenkraketenwerfer. Ein Granatenwerfer wird es auch funktionieren, nur da werdet ihr sterben. Mit einer Panzerfaust und mit so einem Feuerwerksabschussgerät funktioniert es selbstverständlich auch. Ich nehme jetzt gerade mal das Ding, habe noch 16 Schuss übrig. Was machen wir? Ich zeige euch erstmal die Location. Wir müssen hier direkt neben dem Freizeitpark, da ist so ein kleiner Teich oder was auch immer, da müssen wir uns hinbegeben. Dann sehen wir, hier ist wie so eine aufgelaufene Sandbank oder sowas. Da ist das Wasser nicht tief, da müssen wir einfach ein paar Schritte rein, so wie ich, das reicht jetzt schon. Jetzt müssen wir, mit was wir schießen wollen, zielen und so nah wie möglich an unseren Körper. Und jetzt einfach einmal schießen. Wir sehen schon, das Ding fliegt jetzt hier einfach irgendwo nach oben, wo es einfach überhaupt nicht hin sollte. Ich zeige es gerade nochmal. Sagt das Ding, es weiß einfach nicht wohin. Ich habe es vorhin mit einer Panzerfaust gemacht. Da stand ein Motorrad bei mir irgendwo hier in der Richtung. Ja, die Rakete wollte halt in die Richtung, also hat mein Motorrad halt dran glauben müssen. Ich zeige es euch nur gerade, dass es mit dem Raketenwerfer genauso funktioniert. Zack, oh Gott, das ist ganz schön nah bei mir. Ja, funktioniert auf jeden Fall auch. Mal fliegt sie höher, mal gleitet sie nur übers Wasser. Das ist wirklich komplett unabhängig, wie man steht. Man kann da stehen, wie man will. Mal funktioniert so und mal halt nicht. Jetzt ist sie zum Beispiel nicht so hoch und fliegt dafür ein bisschen weiter. Also wirklich, das Ding führt ein komplett eigenständiges Leben. Das Glitch ist zwar nicht wirklich sinnvoll, aber auf jeden Fall lustig. Gerade denke ich mal, wenn man es mit Freunden macht und da stehen halt ein paar rum und irgendwann fliegt er meiner in die Luft. Ja, passiert halt, aber ist auf jeden Fall lustig und ist gegen Langeweile in GTA. Gut, wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ansonsten war es auf meiner Stelle auch schon wieder. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und haut rein.